Das wahre Gold der Inkas wird sie genannt, die Kartoffel. Seit bald 5000 Jahren kultivieren die Andenvölker die Patatas und bis heute hat sich im Anbau dort wenig verändert. Hübsch ist die Pflanze noch dazu und als die indianische Zuckerwurz vor 400 Jahren nach Europa kam, galt sie bald als Aphrodisiakum. Ihrer unglaublichen Vielfalt verdankt sie schließlich ihren Siegeszug als Nahrungsmittel. Kartoffeln sind heute unser Thema. Herzlich willkommen zu Planet Wissen. Da, wo Sie herkommen, Südamerika, werden Sie anders gegessen als bei uns. Das sehen wir später noch. Wir essen sie jedenfalls als Pellkartoffeln, Salzkartoffeln, Püree, Pommes frites, Klöße, Bratkartoffeln, Kroketten, Gratin, Soufflé. Tausend leckere Sachen. Dennis, was magst du denn von all dem am liebsten? Ja, ist doch klar, die ungesündeste Art natürlich. Pommes, Schranke, Rot-Weiß. Ja, das hätte man sich ja denken können, das Fettigste natürlich. Ja, klar, aber du kannst mich auch mit Kartoffelpuffern kriegen oder hier mit Chips. Absolut genial, das wäre auch ein Traumberuf gewesen. Chips-Tester, da haben wir ein paar Bilder von Birgit. Guck dir das mal an, das sieht lecker aus. Und vor allem, hör mal zu. Naja, okay, also es hört sich gut an, aber ich finde, es sieht nicht sehr sinnlich aus, ehrlich gesagt. Doch. Chips haben im Übrigen auch eine spannende Geschichte. Wenn Sie das nicht wissen, dann müssen Sie auf jeden Fall heute bis zum Schluss dranbleiben, denn da werden wir mal gucken, wo kommen Chips eigentlich her, wer hat die erfunden und wie sind sie vor allem nach Deutschland gekommen. Also unbedingt dranbleiben. Und es gibt natürlich noch etwas, das man mit Hilfe der Kartoffel machen kann. Sowas hier, das kennen Sie vielleicht noch aus der Schule, die Kartoffeldrucktechnik. Kann man probieren, ob es hier gerade noch mal funktioniert. Ja, wunderbar. Na doch, es sieht toll aus. Sei nicht so. Ja, die Kartoffel ist jedenfalls so unglaublich vielseitig, dass die Vereinten Nationen das Jahr 2008 zum Internationalen Jahr der Kartoffel erklärt haben. Hauptgrund, sie spielt eine führende Rolle im Kampf gegen Armut und Hunger. Dabei essen wir in Deutschland seit den 50er Jahren zwei Drittel weniger Kartoffeln. Aber wir werden der Kartoffel heute zu neuem Ruhm verhelfen. Zuallererst möchten wir Ihnen jemanden vorstellen, der sein Leben der Kartoffel verschrieben hat, den Biobauern Carsten Ellenberg. Wir haben ihn auf seinem Hof besucht. Bauer Ellenbergs Hof ist so etwas wie eine Arche Noah für Kartoffelsorten. Eine Bastion der Kartoffelvielfalt. In seiner Genbank sind 170 Sorten archiviert. Eine Kampfansage an das Einerlei der modernen Züchtung. Eine Art eiserne Reserve der Kartoffelkultur. Das Treibhaus ist Ellenbergs Labor. Hier züchtet er wie besessen, um uns Kartoffelweisen ein Stückchen Vielfalt wiederzugeben. Die Blüte ist übrigens die Quelle der Neuschöpfungen. Denn aus ihr wachsen Kartoffelbeeren. Und in den Beerenkernen liegt der Schlüssel für neue Sorten. Ob auch die Kundschaft die Ergebnisse haben möchte, probiert Bauer Ellenberg im Hofverkauf aus. Neben Linda vermarktet er 21 weitere Kartoffelsorten, einen Teil sogar per Postversand quer durch Europa. Dabei hat sich herausgestellt, dass man auch mit Kartoffelvielfalt gute Geschäfte machen kann. Die Kundschaft ist sogar bereit, sich auf Experimente mit so gefährlich aussehenden Sorten wie der Blue Salad Potato einzulassen, die weniger blau schmeckt, als sie aussieht. Natürlich ist Kartoffelvielfalt kein Selbstzweck. Was der Retter der Linda eigentlich will, ist mehr Geschmack. Aber der ist ja bekanntlich sehr verschieden. Der Estrich aber hat schon einen ganz guten Geschmack. So, und jetzt ist er bei uns, Carsten Ellenberg. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie sind Biobauer mit Leib und Seele, kann man sagen, und wurden gerade eben auch als Retter der Linda beschrieben in dem Film. Nun ist Linda nicht etwa ihre Frau, sondern es ist eine Kartoffel, die droht, aus dem Sortiment zu verschwinden. Das wurde auch immer mal wieder in den Medien thematisiert. Jetzt mal ganz ehrlich, ist das wirklich ein Weltuntergang, wenn eine Kartoffelsorte weniger im Supermarkt ist? Ja, Linda, die Kartoffelsorte Linda ist eine ganz besondere Kartoffel. Sie ist die Königin der deutschen Kartoffel, hat einen cremig-würzigen Geschmack. Also man möchte sie eigentlich immer wieder essen. Sie ist sehr ertragreich. Also viele Verbraucher wünschen sie. Und wir als Landwirte können sie gut anbauen und da möchten wir sie auch verkaufen dürfen. Also hier ist die Linda, damit man sie vielleicht noch mal so
genauer ansehen kann. Ich könnte sie jetzt nicht auf Anhieb unterscheiden von anderen Kartoffeln, aber jetzt, wo Sie es so beschrieben haben, werde ich in Zukunft wahrscheinlich mal gucken, ob ich eine Linda finde. Also noch gibt es sie noch. Ja, als Speisekartoffeln kann man sie langfristig eigentlich ewig handeln, nur nicht als Pflanzkartoffeln. Aber um Speisekartoffeln produzieren zu können, bräuchte man auch gutes Pflanzgut und das ist zurzeit nicht handelfähig. Und wir haben einen Antrag auf Neuzulassung vom Rettet Linda Freundeskreis gestellt beim Bundessortenamt und hoffen, dass dieser Antrag gewährt wird, dass Linda wieder als Pflanzkartoffel in den Handel kommen darf. So wie Sie Linda gerade beschrieben haben, mit diesem cremig-sahnigen, das klingt natürlich schon sehr vielversprechend. Wie würden Sie sagen, sind die Kartoffelsorten, die Sie hauptsächlich kultivieren und pflanzen und hegen und pflegen möchten? Wir haben also viele alte Kartoffelsorten, die es zum Teil auch nicht mehr so im Handel gibt. Und sie unterscheiden sich mehr von den neueren Sorten, mehr in der Form und von der Farbe und aber auch vom Geschmack. Es ist einfach eine viel, viel größere Vielfalt. Einige schmecken auch nicht so und einige besonders gut. Und es ist interessant, sie anzubauen, aber auch in der Küche sie verschieden zu verwenden. Mhm. Ich habe da noch mal eine ganz spezielle Frage. Linda, ja? Hieß die eine Sorte. Gibt es auch eine Sorte, die heißt Birgit? Kenne ich noch nicht, aber nee. Können wir mal eine kreieren vielleicht. Ne? Ja. Also man müsste eine neue erfinden offensichtlich. Ja, neue züchten und dann kann man den Namen geben. Mhm. Nee, mal ganz im Ernst, irgendwo habe ich auch gelesen, Sie haben Kartoffeln mit Wein verglichen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, man schmeckt ja Kartoffeln auch unterschiedlich. Der eine mag die Sorte, der andere die. Oder man kann ihnen auch eine Geschmacksnote geben. Mhm. Und entsprechend, so wie die Genetik verschieden ist, ist das Aroma dann auch verschieden. Und es ist ja auch vom Jahrgang abhängig. Und ja. Dann kann man mal probieren und vom Boden, von Standort, wie beim Wein. Richtig vom Jahrgang, die Qualität? Ja. Je nachdem, wie viel Sonne ist, ist auch mehr Stärke in den Kartoffeln und entsprechend dann auch mehr Aroma. Und das kann man schon unterscheiden. Ich freue mich ja, dass wir nachher ein bisschen probieren werden. Weil ich habe das noch nie gemacht, so eine Kartoffelprobe. Ja, das wird schön. Hm? Mhm. Eine Kartoffelverkostung. Ja, genau. So ist es. Ja, die Kartoffel kommt aus Südamerika. Dort gab es schon immer viele Wildarten. Und seit über 5000 Jahren wird sie dort schon angebaut. Bei uns taucht die Kartoffel auf dem Feld erst im 17. Jahrhundert auf. Und zwar in einem bayerischen Ort namens Pilgramsreuth. Man schrieb das Jahr 1647, als der Bauer Hans Rogler in Pilgramsreuth als erster in Deutschland Kartoffeln pflanzte. Er hatte zuvor bei einem verwandten Besuch im nahen tschechischen Rossbach ein Kartoffelgericht probiert und einige der Knollen mit nach Hause genommen. Als er dann im Herbst den Garten umgrub, fand er die Schollen voller Kartoffeln. Einige davon gab er seinen Nachbarn. Und so hat in Pilgramsreuth ein Bauer nach dem anderen Kartoffeln angepflanzt. Überliefert und bezeugt wird die Geschichte durch Prozessakten aus dem Jahr 1697. In dem Verfahren, das der Pilgramsreuther Pfarrer Johann Matthäus Keppel 1694 vor dem Hofer Landgericht anstrengte, ging es um die Entrichtung des Zehnts für den Ertrag aus dem Feldanbau. Dieser stand in Pilgramsreuth dem Pfarrer zu. Als Keppel sein Amt übernommen hatte, stellte er fest, dass die Einnahmen in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen waren. Die besten Felder wurden mittlerweile für den Kartoffelanbau verwendet, das Getreide wurde immer weniger. Für die Kartoffeln aber wollten die Bauern dem Pfarrer keinen Zehnt geben, denn die waren in den alten Registern nicht aufgeführt. Es galt das Motto, was über der Erde wächst, ist zehntpflichtig. Was darunter wächst, geht keinen was an. Das raue Klima, der steinige Boden und die Not der Tagelöhner, Häusler und Kleinbauern trugen dazu bei, dass sich die Kartoffel in der Oberpfalz 100 Jahre früher ausbreitete als in Südbayern. Weil sie bei Temperaturen zwischen 13 und 26 Grad wächst und die Bewohner die Mehrarbeit nicht scheuten, die die neue Pflanze im Vergleich zum Getreide machte, wurde sie bald zum Hauptnahrungsmittel. Die Oberpfalz bekam den Beinamen Erdäpfelpfalz. Woher die Knolle in die Gegend kam, lässt sich nicht mehr feststellen. Möglich, dass sie direkt aus dem benachbarten Oberfranken hierher gelangte, wo die Bewohner auf dem kargen Boden ein ähnlich bescheidenes Leben führten. Möglich aber auch, dass sie aus Nürnberg kam, wo der Arzt und Gelehrte Johannes Camerarius in seinem Garten die Kartoffel gezogen hatte. Sicher ist, dass sie 1621 zum ersten Mal in Regensburg auftaucht, wo sie der Arzt Johannes Oberndorfer in seinem botanisch-medizinischen Garten anbaut.
Sehr ausführlich beschrieben ist die Pflanze in dem 1745 erschienenen Werk des Regensburger Apothekers Johann Wilhelm Weinmann. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wird aus Deutschland und aus ganz Europa vom beginnenden Kartoffelanbau berichtet. Tja, da können sich die Franken und die Oberpfälzer ein bisschen freuen, denn sie haben die Kartoffeln zuerst entdeckt und angebaut, haben wir eben gerade im Film gesehen, schon 100 Jahre vorher, vor dem alten Fritz. Was haben wir aber dem alten Fritz zu verdanken im Hinblick auf Kartoffeln? Ja, er hat sie verbreitet. Er wollte es erst praktisch mit Gewalt, dass die Bauern Kartoffeln anbauen. Und das ist ihm nicht geglückt. Sie kannten Kartoffeln noch nicht so und mussten sich dem erstmal anvertrauen. Sie hatten ja mehr Getreide angebaut oder auch Buchweizen, was damals üblich war. Ja, und dann hat er sie einfach bewachen lassen. Denn was bewacht wird, war ja interessant. Und dabei ließ er dann ein paar Kartoffeln auch klauen. Und entsprechend hat sich durch diesen Trick, dass er die bewachen ließ, sie interessant machte, dann doch verbreiten können. Und dadurch wurde sie deutschlandweit immer beliebter und mehr angebaut. Ja, das heißt, was haben die Leute bis dahin gegessen? Sie haben gerade gesagt, Getreide wurde angebaut. Getreide ist ja auch wie heute noch viel, aber Buchweizen zum Beispiel ist auch in der Zeit dann weniger geworden. Buchweizen ist ertragsarm, auch sehr interessant, geschmacklich gut und ernährungsphysiologisch gut. Aber Kartoffeln hat sie dann einfach überholt, weil sie sehr ertragreich ist. Und es war letztendlich die Skepsis vor diesem unbekannten Ding, was es ja, da gab. Ja, es ist aus der Erde und wie schmeckt denn das, wie bereitet man das zu? Und das ist einfach so, Bauern sind skeptisch und nehmen nicht gleich erstmal alles an und gucken. Und aus Erfahrung kannte man es noch nicht und das ist ja was Neues. Aber dann so allmählich ging es. Man muss es also interessant machen über diesen Trick des Verbotenen. Und dann ging es los. Und dann konnte man die Kartoffeln nicht mehr aufhalten. In München waren ja die Isarauen, also da, wo jetzt heute der Englische Garten ist, unter anderem im 18. Jahrhundert dann die Garnisonsgärten für den Kartoffelanbau. Da sehen wir auch eine Abbildung mal, wie das damals aussah. Würden Sie denn sagen, die Kartoffel ist besser geeignet gegen Hungersnöte als Getreide zum Beispiel? Ja, beides ist natürlich wichtig zur Ernährungsgrundlage, aber Kartoffeln hat ein 5- bis 10-faches mehr Erträgen zu erwarten. Sie ist leicht anzubauen, ist also eine dankbare Frucht und ist weltweit überall gedeiht, wo ein bisschen Wasser ist und halt praktisch keine Wüste oder halt Eis ist, lässt sie sich gut anbauen und ist auch zur Ernährungssicherheit gut geeignet, hat ja viele Inhaltsstoffe, viele Vitamine und schmeckt auch sehr gut. Wobei es ja nun eine große Hungersnot in Irland gab und da gerade letztlich die Kartoffel dran schuld war, weil die dann offensichtlich doch sehr anfällig zu sein scheint gegen den Kartoffelkäfer. Das wiederum muss man ja mal in der Waagschale dagegenhalten, oder? Das ist richtig. Man hatte damals diese Kartoffelkrautfäule noch nicht gekannt, die aus Amerika dann importiert worden ist später. Das war gar nicht der Kartoffelkäfer? Nein, die Krautfäule war es. Okay. Und entsprechend ist dann vor 160 Jahren eine Epidemie ausgebrochen, wo man sich eigentlich nur auf einer gewissen Art von oder Sorten auf Kartoffeln beschränkt hatte. Man kannte die Krautfäule noch nicht und hatte keine Resistenzen da gehabt. Und dadurch sind die meisten Kartoffelsorten dann umgekippt, sind praktisch abgestorben, haben noch keine Knollen unten gebildet. Und dann hat man eine Missernte gehabt und weil man keine große Vielfalt hatte, ist praktisch keine andere Sorte oder fast keine Sorte am Überleben geblieben. Und somit gab es die Hungersnot, weil man sich ausschließlich auf eine weniger Vielfalt eingestellt hatte. Und danach hat man dann in der Zucht gearbeitet, dass man also krautvolle Resistenzen so ein bisschen reinbrachte, soweit man es konnte, und hat eine größere Vielfalt aufgebaut. Mhm. Und dann kam die Krautvolle nicht mehr so im Zuge. Sie gibt es heute aber auch noch. Sicherlich im konventionellen Anbau hat man chemische Hilfsmittel. Im Bioanbau wollen wir immer gerne vorkeimen, dass die praktisch dann schon größer sind, wenn die Krautfäule kommt. Und das ist ein Problem, was ich meine, zukünftig mehr wieder auf uns zukommt. Wenn wir weniger Vielfalt von Kulturpflanzen anbauen und dadurch wieder die Gefahr bekommen, wenn neue Epidemien unwissentlich sich ausbreiten, weil Schadorganismen kommen ja mit einmal und wir konnten nicht vorher auf Resistenzen züchten, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn wir wenig Sorten haben, viel größer, dass nicht per Zufall eine Resistenz vorhanden ist, als gegenüber einer großen Vielfalt. Mhm. Und Vielfalt ist die Garantie eigentlich fürs Überleben. Nochmal zurück ins 18. Jahrhundert, als man eben dann tatsächlich so begeistert war von der Kartoffel und die überall angebaut hat. Das hatte doch bestimmt gravierende Folgen für die Landwirtschaft. Also wahrscheinlich sahen die Äcker von heute auf morgen ganz anders aus. Ja, man konnte auch andere Felder mit Kartoffeln bestellen, die für andere Früchte nicht geeignet waren. Kartoffeln wachsen ja überall einfach. Und es war ja auch der Streit des Zehntens, sodass praktisch es hieß, dass man, was unter der Ernte wächst, praktisch kein Geld abgeben brauchte. Und entsprechend, was über dem wächst, sollte man ja immer ein Zehntel abgeben. Schlauer Trick. Und entsprechend gab es da schon die ersten Streitereien. Und das ist ja manchmal in anderen Bereichen ja heute auch noch so. Tja, die wirklichen Pioniere der Kartoffel waren aber das alte Volk der Inkas in Peru. Und ihre Nachfahren, die tun heute nach wie vor viel für die Götterfrucht. Ganz in der Nähe von Cusco liegen die Terrassen von Moray.
Dieser 100 Meter tiefe Krater war einmal die landwirtschaftliche Versuchsanstalt der Inkas. Hier wurden 250 Pflanzenarten angebaut. Auf verschiedenen Böden, die aus dem ganzen Land hierher gebracht wurden, konnte man das Verhalten der Pflanzen in unterschiedlichen Höhen beobachten. Von Ebene zu Ebene ändert sich hier die Temperatur um 1,5 Grad. Was aussieht wie ein Amphitheater, diente also nicht der Unterhaltung, sondern half, die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Und auf keine andere Pflanze verwendeten die Inkas so große Sorgfalt wie auf die Kartoffel, die sie wie eine Gottheit verehrten. In den Museen Limas findet man dafür viele Beispiele. Um die Göttin huldvoll zu stimmen, wurden im Herbst große Erntedankfeste gefeiert, mit dem Blut der Opfertiere die neuen Saatkartoffeln getränkt. In zahllosen Gräbern fand man Krüge und Kultgefäße in Kartoffelform. Die Kartoffelforscher der Inka-Zeit haben moderne Nachfolger gefunden. Im Süden der peruanischen Hauptstadt Lima arbeiten 60 Wissenschaftler aus 25 Ländern im Centro Internacional de la Papa auf allen Gebieten, die mit der Knolle zu tun haben. In den Kühlräumen des Instituts lagern in der umfangreichsten Gensammlung der Welt über 4.500 Kartoffelsorten. Sie sollen sicherstellen, dass die Vielfalt erhalten bleibt und somit wichtige Ernährungsgrundlagen für die Weltbevölkerung bewahrt werden. Herr Illenberg, ich könnte mir vorstellen, dass Sie das doch reizen müsste, da mal nach Südamerika zu fahren, wo es diese vielen Sorten gibt, oder? Ja, dann, bisher noch haben Sie es noch nicht geschafft. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich muss mir um die Kartoffeln zu Hause immer kümmern. Aber es ist auf dem Plan, also ich muss da eigentlich hin. Das gehört dazu. Aber Sie fahren regelmäßig nach Schottland, um dort neue Sorten zu finden. Warum ausgerechnet in Schottland? Ja, da werden herkömmlich viele alte Kartoffelsorten noch kultiviert, angebaut und verkauft als Speise- oder Pflanzkartoffeln. Und ja, auch dort gibt es eine gute Kartoffelgenbank in Edinburgh. Und dort kann man sich einiges aussuchen und dann praktisch bekommen an Kartoffelsorten. Oder halt schottische Kollegen bauen für uns schon Kartoffeln an. Genauso die Linderkartoffel wächst da auch schon für uns. Mhm. Und ja, das ist ein belebter Markt und es macht Spaß, dort die Erfahrungen auszutauschen. Heißt das, dass dort auch die klimatischen Verhältnisse besser sind für den Kartoffelanbau, wenn es da so viele gibt? Ja, ähnlich wie bei uns. Einerseits zur Speisekartoffelproduktion, aber im Saatkartoffelbereich haben sie einen Vorteil, weil es ja mehr ein Inselland ist. Da ist mehr Wind und da werden Läuse. Läuse übertragen ja Viruskrankheiten, mehr weggeweht und die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch Viren entstehen, ist viel geringer als bei uns im Binnenland, wo praktisch Läuse mehr vorhanden sind und Viruskrankheiten übertragen. Das heißt, also es ist ein gutes Land zur Saatguterzeugung. Aha. Ja, da wir jetzt gerade bei diesen Schädlingen sind, möchte ich doch noch mal gerne den Kartoffelkäfer ansprechen, von dem ich dachte, dass der in Irland wiederum damals für die Hungersnot verantwortlich war, was ja nicht stimmt, wie Sie gesagt haben. Wo und wann ist der denn aufgetaucht und wie schlimm ist der? Ja, er tritt hier und da natürlich wieder auf, heutzutage auch, gerade im Ökoanbau. Er kommt ja praktisch von der Grasnarbe an der Kante und vermehrt sich dann vielfach über die Larve und frisst dann die Blätter kaputt. Das macht die Larve eigentlich. Und früher hat man dann praktisch die Kartoffelkäfer mehr abgesammelt. Da müssen Schulkinder dann auch mal helfen, wenn das mal mehr waren. Man konnte es also technisch hinkriegen. Und heutzutage gibt es im konventionellen Bereich ja Chemie, die da praktisch die Kartoffelkäfer oder die Larve absterben lässt. Es gibt auch ein paar Biopräparate im Ökoanbau. Sogar einen Staubsauger gibt es technisch, der dann die Kartoffelkäfer absaugt. Aber es ist nie so ein großes Problem. Die Krautfolle ist einfach doller im Ökoanbau als Problem. Denn gerade wenn die Krautfolle kommt, verhungert eher der Kartoffelkäfer bei uns. Nicht? Also, ich frage mich ja, was man mit diesen ganzen Käfern gemacht hat, wenn man die abgesammelt hat. Aber das führt jetzt zu weit. Birgit, ich merke schon, könnte der Kartoffelkäfer so eine zweite panische Angst auslösen wie der Fuchsbandwurm? Auf gar keinen Fall. Nein? Nein. Okay. Nein, gut. Zurück nach Deutschland und zum Thema. Nach den zögerlichen Anfängen der Kartoffel hat sich die ja in Deutschland relativ schnell und auch weit ausgebreitet. Sie wird auch regional unterschiedlich bezeichnet. Also hier sehen wir das, ich fange mal im Norden an, bei uns, wo ich herkomme, so in Schleswig-Holstein, da wird sie Kartüffel genannt. Ne? Dann gibt es zum Beispiel noch den Ausdruck Krummbeere. Wo habe ich das denn? Das hatte ich irgendwo hier gesehen. Hier, genau, richtig, Koblenz, Saarbrücken-Karlsruhe, die Ecke Krummbeere. Oder Erdäpfel ist ja eigentlich auch die richtige Bezeichnung, weil sie unter der Erde wachsen. Knulle, Potacke und so weiter und so weiter. Eigentlich kommt der Name Kartoffel vom italienischen Tartufo, was wiederum Trüffel bedeutet. Jetzt können wir
mal eine Weinprobe in Anführungsstrichen machen, eine Kartoffelprobe. Wir haben vorne nämlich diverse Sorten aufgebaut und können vielleicht auch mal einen Eindruck gewinnen, wie die im Einzelnen schmecken. Wir hatten ganz oft die Linda als Thema jetzt schon und die wollen wir auch als allererstes probieren. Das ist ja die Kartoffel, die Sie als die Königin der Kartoffel bezeichnen. Sie wissen ja. Ja, ich, genau. Ich meine, Sie dürfen natürlich gerne auch. Aber gut, aber es muss ja was für Sie übrig bleiben, ein kleines Stück reicht. Meinen Sie, der ist mit einem Haps von Ihnen weg, oder? Cremig, sahnig, hatten Sie gesagt. Ja, ein bisschen butterig so, ne? Hat so ein bisschen Konsistenz und nachhaltig am Gaumen klebt es richtig und richtig lecker. Ich finde es relativ schwer zu beurteilen ohne Salz. Macht man das normalerweise ja, so, es ist dass besser, man Salz pur isst? Kann man natürlich hinterher dazu nehmen oder Quark, aber es ist gut, einfach um das natürliche Aroma genauer rauszuprobieren, dass man sie einfach in Wasser kocht und dann querbeet durcheinander mal probiert, mal wieder rückwärts probiert, um den Geschmack zu archivieren im Kopf. Und man lernt es einfach wieder, was wir mehr verlernt haben, auch Kartoffeln zu probieren. Und dann merkt man langsam die Unterschiede, wie sie farblich, förmlich dann noch zu unterscheiden sind, ist es auch im Geschmack dann. Ja, ich bin jetzt total gespannt, weil das ist das echt noch nie verglichen. Das Bamberger Hörnchen. Okay. Was zeichnet das Bamberger Hörnchen aus? Ja, es ist sehr buttrig, bisschen speckig, manche sagen sogar leicht nussig im Geschmack. Es ist zumindest, finde ich, würziger als die, oder? Auf jeden Fall. Sie hat etwas, sie unterscheiden sich, man merkt es gleich und das ist das Schöne dran. Mhm. Und Bamberger Hörnchen ist natürlich schwer zu schälen, aber als Perlkartoffeln wunderbar, ist eine Delikatesse. Mhm. Auch schwer im Anbau, das ist also sehr teuer natürlich zu bekommen als Speisekartoffel, aber sie ist es wert, ab und zu auch mal zu probieren. Mhm. Shetland Black hat ganz eindeutig eine dunkle Färbung. Ja, sie hat eine schwarz-blaue Schale, innen drin ist sie gelb mit einem lila Ring, was sich jetzt ein bisschen verkocht. Mhm. Kommt von den Shetland-Inseln, nördlich von Schottland. Und das ist überraschend. Ganz überraschend, oder? Einfach so von Hand an. Das schmeckt ein bisschen wie Esskastanien. Kann es sein? Sehr erdig. Sie hat eine gewisse Würze. Sehr erdig. Eine leichte Cremigkeit ist drin. Man schmeckt auch die Anthocyane ein bisschen, also diese Farbstoffe, die da mit drin sind. Also wenn man, da so tief in diese Wissenschaft einsteigt, dann könnte man ja auch so weit gehen zu sagen, das passt am besten zu irgendeinem Ragoufin oder keine Ahnung, oder das zu einem Rindsbraten. Ist das so? Ja, zu jedem Gericht kann man eine andere Kartoffelsorte nehmen. Einmal von der Form, von der Farbe, aber vom Aroma vor allen Dingen auch. Mhm. Natürlich die Konsistenz, festkochend oder mehlig, gehört noch dazu. Wenn man einen Brei macht, dann ist es eine festkochende Sorte etwas schwieriger dazu. Ja. Man kann es technisch aber auch hinkriegen. Aber eine mehlig kochende hat da ihre Vorzüge da einfach. Mhm. Das ist der blaue Schwede. Kann man das wirklich essen? Das sieht so giftig aus. Du zuerst. Ja. Okay, ja, ich habe schon geahnt. Geschichten sagen, das wären die ersten Kartoffeln gewesen, die blaufleischigen. Und man kann sie essen. Mhm. Das Auge ist natürlich mit. Manche einer mag es gar nicht erst probieren. Manche sagen sofort, ich will es haben. Wie bunte Smarties will ich auch mal blaue Kartoffeln probieren. Und also, die ist jetzt im Vergleich zu den anderen so ein Hauch von Bitterkeit spürt man. Also bitterig. Nö, ich spüre da eigentlich irgendwas Säuerliches. Ja, sie hat einen mehr kräftigen Geschmack. Es ist ja das Anthocyan, natürliche Farbstoff drin, wie bei Rotkohl, Rote Beete oder Rotwein vorhanden ist, ist es hier mit drin. Und dieses schmeckt man natürlich, dieses Aroma, dieses Kräftige so ein bisschen halt auch. Mhm. Und ist ja sehr gesund. Hier nochmal, Entschuldigung. Das ist die Rosewall. Rosewall. Ist das eigentlich eine alte Sorte? Ja, Blaue Schwede, die Herkunft und Alter ist unbekannt. Also schon über 100 Jahre alt, Blaue Schwede, weil sie in Schweden mehr angebaut worden ist, also in Skandinavien. Sie wird auch Blue Congo genannt. Und es ist nicht mehr genau nachzurecherchieren, wie alt sie wirklich ist. Also schon sehr alt. Jetzt haben wir noch mal so was Schönes, Farbiges. Ne? Die Rosewall, eine festkochende, rotschalige, schön gelbfleischige Kartoffel aus Frankreich von 1950. Mhm. Und die gibt es auch noch als Pflanzkartoffel und natürlich dann noch als Speisekartoffel. Sie hat auch ihre Festigkeit, ihre Cremigkeit und Konsistenz. Und hier haben wir dann noch zwei andere Sorten. Ich will die rote probieren. Ja, oder die gelbe. Das sind praktisch die Emmer, ist die Muttersorte der roten Emmer. Okay, wir haben ja mit Kartoffelsorten zu tun und züchten ja auch neu. Einfach um aus Erfahrung oder praktisch Gene der alten Sorten mit Wildkartoffelarten und neuen Sorten zu mischen, um ein neues Zuchtziel reinzukriegen, weil wir im Ökoanbau ja Sorten brauchen, die schneller wachsen als das Unkraut und auch gewisses Aroma brauchen und wir mit wenig Düngemittel arbeiten können. Da ist die Emma uns im Jahre 2000 geglückt und aus der Emma haben wir dann später die rote Emma gekreuzt, praktisch entwickelt. Und die schmeckt eigentlich auch ganz lecker. Da ist auch die Anthocyane drin, wie bei den blaufleischigen Kartoffeln. Und Die rote. Wie viele Sorten gibt es denn überhaupt? Mein Fall.
Ja, es gibt hier in Deutschland natürlich über 200 Sorten, ca. 220. Das ändert sich jedes Jahr ein bisschen. Es kommen ein paar dazu, ein paar werden auch wieder abgemeldet. Es sind ca. 160 Speisesorten. Es sind also auch Industrie-, Stärke- oder Schnapssorten dabei. Das muss man sehen. Europaweit selbst gibt es in der EU über 1000 Sorten auch und weltweit noch viele tausend Sorten mehr. Ich habe aber jetzt noch eine Zuschauerfrage und zwar eine interessante Frage. Da meint Regina Stein, dass die Kartoffeln heutzutage fast keine Stärke mehr haben, wenn sie nämlich Thüringer Klöße macht. Dann hält die Kloßmasse nicht mehr zusammen und das war vor Jahren noch ganz anders. Ja. Und sie hat sehr viele Sorten ausprobiert, es ist überall offensichtlich das gleiche Problem. Stimmt das? Ist weniger Stärke in den heutigen Kartoffeln drin? Also von der Genetik her sind heute mehr Sorten am Markt, die mehr vorwiegend festkochen sind, einige festkochende Sorten und immer weniger mehlig kochende Sorten. Mehlig kochen heißt ja schön mit der Gabel zu zerdrücken. Ja. Die Kartoffel muss ja nicht im Kochtopf zerfallen. Das ist dann, wenn man vielleicht zu lange gekocht hat und die Kartoffel überdüngt gewesen ist, dann zu dick ist und dann zerfällt sie dann noch ein bisschen. Aber schön mit der Gabel zu zerdrücken, das heißt mehlig kochen und entsprechend gibt es nicht mehr so viele Sorten. Aber es gibt noch einige, so wie die Adretta zum Beispiel, die noch im Handel ist und die man dafür auch gut verwenden kann. Man muss natürlich gezielt fragen und viele Großhändler oder Discounter sagen nur einfach so vorwiegend festkochen, so eine No-Name-Sorte, die kann man schnell austauschen und es ist natürlich für den Verbraucher schwierig, die Herkunft nachzuvollziehen, die Sorte manchmal nachzuvollziehen oder man kriegt nicht immer dieselbe Sorte oder von derselben Herkunft wieder, wenn man nächste Woche wieder diesen Beutel einkauft und das ist nicht so schön. Hattest du schon mal ein Kartoffelproblem beim Kochen? Ich, ja. Ja? Ja, auch? Ich hatte schon viele Kartoffelprobleme. Ähnliche Art? Hast du Klöße gemacht? Ja, die zerfallen dann. Nein, aber dass die Kartoffeln zerfallen. Aber ich glaube, das lag mir daran, dass ich die zu lange gekocht habe. Wir können uns wieder hinsetzen. Ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich dieser Datenbank. Sie haben davon gesprochen, in Schottland gibt es ja sowas wie eine riesengroße Gendatenbank, wo die praktisch genetisch hinterlegt sind, die verschiedenen Sorten. Das sind mehrere Tausende, habe ich gelesen, oder? Ja, in Edinburgh gibt es eine Kartoffelgenbank. Einer der größten in Europa und gibt es aber auch in Groß-Lüsewitz, bei Rostock in Deutschland gibt es auch eine große Kartoffelgenbank. Dort werden Sorten archiviert praktisch, sodass sie nicht ganz verschwinden, dass sie am Leben bleiben. Das heißt, sie wachsen dann auf den Feldern in kleinen Parzellen oder im Labor praktisch als kleines Pflänzchen, wo sie steril wachsen, wo sie gesund bleiben. Da kann man sie also abgeben, wenn man eine Sorte nicht mehr haben möchte, als Züchter oder Vertreiber dieser Sorte. Und man kann sich später dem wieder bedienen, wenn man sie vielleicht wieder haben möchte, zur Zucht, zur Forschung. Sie bleibt am Leben. Pflanze ist ein gutes Stichwort. Ja, genau. Warum kann man die eigentlich nicht essen, wohingegen man ja die Kartoffel wunderbar essen kann? Ja, bei Kartoffeln ist es ja so, dass man nur die Knollen, die Erdfrüchte essen kann. In den Pflanzen selbst ist der Wirkstoff oder Solanin drin. Und der ist bitter und nicht gesund. Und unten in den Knollen praktisch, die sind ja mit der Erde bedeckt. Da kommt die Sonne nicht dran. Also wird nicht keine Photosynthese gebildet und ist dann praktisch gelb oder blau oder rot, wie Sie eben gesehen haben. Und die sind dann zu essen und bekömmlich dann. Wie kreiert man denn eigentlich so eine neue Sorte? Ja, es gibt ja einmal die vegetative Vermehrung, das heißt über die Knolle, die man in Erde setzt und dann wächst die Pflanze wie hier langsam wieder hoch, dann bleibt es dieselbe Sorte. Und dann gibt es die generative Vermehrung, wenn die Pflanze noch größer wird, fängt sie oben an zu blühen. In der Blüte kann sie durch die Biene oder vom Wind von einem anderen Pollen, einer anderen Sorte befruchtet werden, die Blüte. Dann entsteht langsam eine kleine Beere, wie bei einer Tomate. Und dort sind dann kleine Körner drin, Sämlinge. Und die reifen dann langsam und kann man dann auswaschen im Winter, also praktisch ausquetschen und dann sehen, dass sie ein bisschen trocknen und im Frühjahr wieder ausbegieren. Dann wächst aus jedem kleinen Sämling eine neue Pflanze. Und dort ist jedes Sämling eine andere Sorte. Selbst aus einer Beere, wenn dann 100 kleine Körner drin sind, ist jedes Korn eine neu werdende Sorte. Sie sind miteinander verwandt, aber haben irgendwie eigene Erbmerkmale, die es mit sich führen, dass man sie einfach mal testen müsste. Mhm. In der Zucht hat man dann viele, viele tausend neue Sämlinge, viele tausend neue Sorten. Und da ist es die Kunst des Züchters, dann auch die richtige rauszunehmen, zu vermehren, die man dann als Sorte anmelden möchte und dann vielleicht auch Geld verdienen möchte. Ich möchte mal gerne noch eine bestimmte Kartoffel ansprechen, die eigentlich so meine Lieblingskartoffel ist, obwohl sie sehr untypisch ist, nämlich die Süßkartoffel. Da vorne sehen wir sie auch. Das habe ich vorhin mal gehört, ist gar keine Kartoffel. Ja, wie kann das denn sein? Das ist mehr ein windendes Gewächs, Ipomea batate, wird weltweit klassisch als Süßkartoffel bezeichnet. Das ist allerdings falsch, es ist eine Batate. Also ist ein windendes Gewächs und gehört nicht zu der Solanum tuberosum Klasse, aber sie
sie ist ähnlich zu verwenden wie bei der Kartoffel. Sie hat auch eine ganz ähnliche Konsistenz, ne? Ja, man dünstet sie mehr, man kann sie in Scheiben schneiden, ist aber auch mehr von der Form, mehr eine Runkelform. Und ja, eben weil man sie ähnlich verwenden kann, hat sie dann den Süßkartoffelnamen wohl wahrscheinlich bekommen. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Wozu isst du die? Zu Ente zum Beispiel. Ja? Ja, ja, das ist ganz toll. Ja. Eine tolle Kombination. Muss ich mich mal bei dir einladen? Ja, das machen wir mal. Ja, ja, Kartoffeln sind lecker. Davon haben wir uns ja gerade eben schon sehr genau überzeugen können. Aber was noch besser ist, sie sind auch noch total gesund. Die Knolle ist vielseitig und sehr gesund. Die Erdäpfel sättigen gut und enthalten dabei nur 70 Kalorien pro 100 Gramm. Sie liefern leicht verdauliche Stärke, wertvolles Eiweiß, verdauungsfördernde Ballaststoffe, 11 Vitamine und 15 Mineralstoffe und Spurenelemente. Diese Inhaltsstoffe haben für uns viele gesunde Wirkungen. Kartoffeln regulieren mit ihrem Anteil an Kalium den Wasserhaushalt im Körper. Die Erdäpfel wirken durch ihre Kohlenhydrate entsäuernd. Sie enthalten alle wichtigen Vitamine der B-Gruppe und stimulieren somit den Transport aller Nährstoffe in die Zellen. Kartoffeln stärken durch ihr hochwertiges Eiweiß die Knochen und kräftigen das Bindegewebe. Die Ballaststoffe regulieren sanft und auf gesunde Weise die Verdauung. Der hohe Gehalt an Vitamin C unterstützt das Immunsystem. Damit alle Inhaltsstoffe der Knollen lange erhalten bleiben, kommt es auf die richtige Lagerung an. Am besten kühl und dunkel in einem trockenen Keller. Wer keinen Keller hat, kann die Knollen auch in der Wohnung lagern. Kartoffeln nie in einer Plastiktüte liegen lassen. Darin beginnen sie zu schwitzen und dann zu keimen. Der Kühlschrank ist ein geeigneter Platz. Ein natürlicher Schutz, der zur längeren Haltbarkeit beiträgt, sind die Erdreste an der Kartoffel. Die erdige Kruste wird daher erst kurz vor dem Kochen abgewaschen. Um möglichst stark von den gesunden Inhaltsstoffen der genialen Knolle zu profitieren, sollte man sich die Zubereitungsart aber schon ganz genau überlegen. Ich könnte Pommes frites machen. Nein, die sind zu fett. Aber vielleicht Salzkartoffeln? Ja, die wären schon gesünder. Aha, ich hab's. Ich mache einfach Pellkartoffeln. Die enthalten noch am meisten Vitamine. Bei der Zubereitung in einem offenen Topf sollten die Knollen ganz mit Wasser bedeckt sein. Somit garen die gesunden Früchte gleichmäßiger. Eine Prise Salz ins Wasser und der köstliche Geschmack der Kartoffeln bleibt besser erhalten. Wenn die Erdäpfel fertig gegart sind, kann man sie abseihen. Als ideale Beilage zu den Pellkartoffeln eignet sich ein selbstgemachter Kräuterquark. Dadurch wird das Kartoffeleiweiß für den Körper optimal verwertbar gemacht. Wichtig ist auch, dass man nach dem Kartoffelgenuss reichlich trinkt. Die Knollen haben durch ihren hohen Kaliumgehalt nämlich eine entwässernde Wirkung. Wer ganz einfach und bequem an die gesunden Inhaltsstoffe der Erdäpfel kommen will, kann sich fertigen Kartoffelsaft im Reformhaus kaufen. Na dann, zum Wohl. Wichtige Voraussetzung zum Moderieren dieser Sendung waren grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten in der Küche. Deswegen habe ich mich jetzt mal hier an die Zubereitung der Kartoffeln gewagt. Das ist somit die schonendste Art und Weise, wie man Kartoffeln machen kann, nämlich dämpfen. Warum, Herr Ellenberg? Ja, langsam schonend garen, damit die Vitamine und Geschmacksaromen natürlich noch drin sind und alle guten Inhaltsstoffe. Und wenn man sie einfach nur schnell kocht, dann geht doch viel Gutes ins Kochwasser über. Und wichtig ist natürlich, dass die durchgekocht werden. Man kann sie natürlich auch roh probieren und roh essen, aber da sind die Eiweiße noch nicht so aufgeschlossen, nicht so verwertbar für uns. Ja, und jetzt stellt sich ja immer die Frage, beziehungsweise das habe ich von Birgit in Auftrag bekommen, das doch mal zu fragen an dieser Stelle. Schale mitessen, ja oder nein? Wie man möchte. Also grundsätzlich ist es gut, gerade bei jungen Kartoffeln, Frühkartoffeln, die Schale mitzuessen. Da sind mehr Vitamine, gerade unter der Schale sind die meisten Vitamine mit drin. Wenn die Kartoffeln älter sind durch das Lager, wird die Schale etwas dicker. Dann schmeckt es etwas bitterer vielleicht, dann kann man es weglassen. Aber es schadet nicht, sie mitzuessen. Hast du wieder gedacht, das ist schädlich? Nein, aber das, ich habe mich gefragt, weil es bleibt ja doch oftmals so ein bisschen Erde dranhängen. Ne? Macht das was, wenn man das mitisst? Also Erde ist nicht giftig, ja. Also ja. Man ist knirschen dann vielleicht die Zähne ein wenig, aber es ist ansonsten... Ansonsten, normal wäscht man sie ja vorher ab. Mhm. Das heißt, man nimmt sie nicht so aus der Erde und dann kocht man sie. Oder man bürstet sie so. Man kann sie bürsten, dann auch abwaschen und dann dämpfen. Und das wäre das Idealste. Und dann kann man sie mit Schale essen. Mhm. Oder halt, ja, es ist auch schön, aber der Koch braucht nicht vorher pellen oder schälen. Da kann man selbst entscheiden. Der eine möchte sie mit Schale essen, der andere ohne. Man kann beim Essen dann abpellen. Und man hat Zeit einfach zum Essen. Man kann sie auch währenddessen wieder mal mehr unterhalten.
Also was mich ja ein bisschen gewundert hat, oder hast du gerade dazu noch eine Frage, dass wir jetzt erfahren haben, dass Kartoffeln nicht dick machen. Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war eigentlich das Gegenteil der Fall. Da hieß es immer, bloß keine Kartoffeln, dann nimmt man schlagartig zu. Ja, das ist eine Fehlinformation. Also es ist so, man wird schnell gesättigt. Ja, es ist eine gesunde Sättigung des Darms, einfach des Magens, und entsprechend es ist einfach gesund und sind wenig Kalorien ja drin, sind viele gute Inhaltsstoffe und man fühlt sich einfach wohl dabei und das ist einfach klasse. Mhm. Tja, Kartoffeln kann man nicht nur essen, man kann auch noch ganz andere Sachen mit oder aus ihnen machen. Beispielsweise das hier. Kartoffel oder Erdöl? Das ist hier die Frage. Die Plastikstäbchen im Kaffee sind normalerweise ein Erdölprodukt. Doch an der Fachhochschule in Hannover geht Professor Endres mit seinem Team neue Wege. Kartoffelstärke ähnelt Erdölmolekülen. Also Erdöl raus und Kartoffel rein. Das ist der gleiche Rohstoff wie den man auch zum Brotbacken hernimmt. Es handelt sich hier um Kartoffelstärke. Aber wir nehmen die Kartoffelstärke her, um daraus Kunststoffe herzustellen. Also Kunststoffe sind eigentlich etwas anderes. Besser wäre Biowerkstoff, denn mit dem herkömmlichen Plastikzeug hat das Ganze nichts zu tun. Auch wenn es nach der Verarbeitung genauso aussieht. Als Beispiel ein Grablicht, dann kann ich den Grabschmuck mit dem Grablicht abräumen. Und konventionelle Kunststoffe werden sich eben auf dem Kompost nicht zersetzen. Und hier zersetze ich das Grablicht mit dem Grabschmuck. Eine andere Anwendung wäre zum Beispiel hier solche Folien, Kompostsäcke. Hier kann also bei diesen Folien oder bei dem Kompostsack der Sack mit dem Kompost auf den Müll geworfen werden und zersetzt sich eben dort. Also die Kartoffelmoleküle lassen sich verkneten. Das Ergebnis eine Art Spaghetti. Heiß kommen die Kartoffelstrippen dort heraus, müssen dann durchs Wasserbad. Aber auch das will gelernt sein. Stimmt das Tempo nicht, geraten die Kartoffelspaghetti durcheinander. Sie müssen schneller einziehen. Noch schneller? Tja, auch bei Kartoffelstärke kommt es aufs richtige Tempo an. Stimmt das, dann klappt's auch mit dem Kartoffelgranulat. Schön wie echtes Plastik sieht es aus, besteht aber aus einem 100% abbaubaren Rohstoff. Wir erforschen eine Möglichkeit, diesen Werkstoff herzustellen und anschließend weiterzuverarbeiten zu brauchbaren Produkten im Alltag, wie zum Beispiel Besteck bei McDonald's. Für kurzlebige Massenprodukte, Verpackungen oder eben auch Joghurtbecher eignet sich der Kompostkunststoff. Allerdings wartet man zu lange, könnte es eine unangenehme Überraschung geben. Der Becher löst sich auf. Wenn Sie den dann da 2 Jahre stehen lassen, dann löst er sich sehr wohl auf. Aber in der Zeitspanne der Haltbarkeit des Joghurts passiert oder sollte in der Regel nichts passieren. Hier ein Blumentopfrest. Nicht draufgetreten, sondern wie man an der Kante erkennt, von Mikroorganismen angefressen. Für Erdölkunststoffe gibt es noch keine Organismen, die ihn zersetzen. Für Kartoffelstärke sehr wohl. Und weiter geht's mit dem Kartoffelgranulat. Diplom-Ingenieurin Andrea Siebert ist die einzige Frau im Kartoffellabor. Sie weiß, wie man aus Kartoffelstärke Granulat Kaffee-Umrührstäbchen macht. Und das Besondere an diesem biologisch abbaubaren Kunststoff ist, dass er halt wasserbeständig ist. Das heißt, Sie können damit ohne Probleme Ihren Kaffee umrühren, ohne dass er halt sich auflöst. Also es ist gar kein Problem. Mal sehen, ob die Kartoffelstärke hält, was Professor Hans-Josef Endres verspricht. Das Umrührstäbchen kommt unter den Hammer. Auch Kartoffelstärkeprodukte müssen zum Materialtest. Da kann man sehen, wie belastbar der später ist. Ob der Spinner meinetwegen auch irgendwo meinetwegen aufstößt oder hinfällt, ob er den splittert oder ob er denn nur sich verbiegt. Ja, oder ob er sonst halt nicht durchbricht, wie auch schon mal jetzt in einigen Versuchen jetzt passiert ist. Der Umrührstab ist ein kleiner Anfang. Das Team von Professor Endres bietet eine Alternative zum Erdölkunststoff, dank der guten alten Kartoffeln. Also ich finde das eine ganz tolle Sache und frage mich, woran liegt es, dass wir nicht längst überall diese Kartoffelprodukte haben statt Plastik? Liegt das daran, dass die Forschung wirklich noch so ein bisschen in Kinderschuhen steckt? Oder gibt es andere Gründe, die das verhindern? Ich denke, wir müssen auch mehr lernen, damit umzugehen. Denn man kann sich das vielleicht vorstellen, aber glaubt es nicht gleich, dass es sich so gut zersetzen kann. Da
dass wir es auch auf dem Kompostberg mal liegen lassen und dann sehen, wie sich's entwickelt. Wenn man natürlich sieht, beim Nachbarn liegt da praktisch dieser Kartoffelmüll, dann denkt man erst einen anderen Moment vielleicht, das ist normaler Müll und was macht der denn da? Das geht halt nicht. Das heißt, wir müssen lernen, damit umzugehen, vielleicht richtig zu deklarieren, dieser Kartoffelmüll, sagen wir mal so, dieses Verpackungsmaterial ist verrottbar und kann einfach wieder normal praktisch sich zersetzen, kann dem normalen Kompost zugeordnet werden und ist halt, gehört zur Biologie dazu und die anderen Sachen halt nicht, dass wir müssen einfach mehr aufgeklärt werden. Mhm. Und ich denke, da hapert es noch ein bisschen dabei. Erstaunlich ist ja, dass Deutschland der größte Produzent von Kartoffeln ist, in Europa jedenfalls, aber trotzdem nur jede vierte Kartoffel tatsächlich auf dem Tisch landet. Was passiert denn mit dem Rest, wenn diese Dinge jetzt noch nicht so verbreitet sind, also dieses Geschirr aus Kartoffelstärke? Ja, das Ernährungsverhalten hat sich bei uns natürlich auch etwas geändert. Einmal haben wir natürlich Wettbewerb, andere Produkte sind ja dann da. Frischmarktkartoffeln sind ja die Kartoffeln, die also roh oder dann gekocht bei uns auf den Tisch kommen. Und dann gibt es natürlich die Chips, das sind veredelte Kartoffeln, die nicht zu den Frischmarktkartoffeln gehören. Dann gibt es die ganze Pommes-Geschichte, was ja auch immer mehr geworden ist in den letzten Jahren. Und natürlich den Püree oder Trockenprodukte als solches. Aber dann natürlich auch die Industrieprodukte oder auch den Kartoffelschnaps, also den Alkohol praktisch, den man dann auch draus machen kann. Lecker, ja. Und wo Sie von anderen Beilagen reden, wie Reis und Nudeln, dürfen wir nicht vergessen, wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, über die Dickmacher-Kartoffeln haben weniger Kalorien als Reis und Nudeln. Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Nur mal drüber nachdenken, wenn man wieder eine Beilage plant. Jede vierte Kartoffel, hast du gesagt? Ja. Jede achte Kartoffel landet im Non-Food-Bereich, wie man das so schön nennt. Und dieser Non-Food-Bereich ist das hier, was wir auch schon im Film gesehen haben. Also hier ist dieses Granulat. Und aus diesem Granulat werden diverse Sachen gemacht, wie zum Beispiel hier diese Verpackung, wo, weiß ich nicht, Burger, Essen oder was sonst auch reinkommt. Es gibt hier Geschirr, es gibt Becher oder hier ganz vorne gibt es zum Beispiel auch so einen Biobeutel, in den die Abfälle kommen. Das können Sie also auch dann im Kompost entsorgen. Das wird komplett zersetzt. Mhm. Es wird übrigens auch längst mit Genkartoffeln experimentiert. Das dürfte Ihnen als Biobauern nicht gerade gefallen. Zum Beispiel mit der Sorte Amflora macht man das. Was verbirgt sich hinter dieser Sorte? Ja, als Biobauer bin ich ja sehr skeptisch gegen gentechnisch veränderte Organismen. Ich denke, da steckt mehr der Teufel drin. Wir Menschen sind da Versuchskaninchen. Und bei der Amflora ist es zwar eine Kartoffelsorte, die von der Firma BSF gezüchtet worden ist, mit gentechnischen Hilfsmitteln, also wo praktisch einzelne neue Gene reingeschossen wurden, um eine andere Stärke Mittel oder eine andere Stärke zu gewinnen als das, was die Kartoffel so sonst produzieren kann, um vielleicht noch mehr diesen abbaubaren Stärkeprozess dienen zu können, um bessere, ja, die Kartoffeln dann verkaufen zu können. Also das heißt, die ist nicht als Speisekartoffel vorgesehen, sondern speziell für diese neuen Materialien? Ja, erstmal ist so eine Sorte dann nur für diesen Zweck vorgesehen und eine Stärkekartoffel würde dann natürlich auch nur für diesen Zweck gebraucht werden können. Allerdings ist auch Abfallprodukte entstehen ja, die vielleicht verfüttert werden können und die wiederum dann über den Tiermagen und die menschliche Ernährung auch gelangen können. Die Kartoffeln vegetieren oder wachsen natürlich in der Umwelt. Es sind Tiere, die dann auch mal hingehen und mal dran knabbern. Das heißt also, es ist dann nicht mehr so einfach rückholbar, wenn man mit solchen Methoden praktisch in unserer Umwelt arbeiten oder halt auch wir Menschen damit indirekt zu tun haben. Mhm. Aber direkt giftig oder so wäre diese Kartoffel vermutlich nicht. Das kann ich nicht behaupten. Also, man weiß es nicht und wir Menschen sind Versuchskaninchen und da möchte eine Firma Geld verdienen. Das ist ja andererseits verständlich. Ich möchte ja auch Geld verdienen. Aber wir haben jahrtausende lang Kartoffeln gezüchtet. Wir sehen es gerade auch, wie die Inka mühsam was entwickelt haben. Und da haben wir Erfahrungen mit über der herkömmlichen Zucht. Und es ist wunderbar. Und es ist einerseits nicht notwendig. Und das Risiko tragen wir Menschen dann irgendwo. Und ich denke, das muss nicht sein. Also es gibt aus Ihrer Sicht auch keinen Grund, warum man eine Genkartoffel brauchen könnte. Nein, nicht unbedingt. Also es ist unnötig. Kartoffeln werden ja zum Beispiel auch in der Papierherstellung verwandt. Wie sehen Sie jetzt zum Beispiel den Einsatz auch als Rohstoff für Biosprit? Ja, Kartoffeln ist einfach zu kostbar als Frucht. Ist ein gutes Gemüse. Es gibt auch Zuckerrüben, die da für Bioethanol hergestellt werden, genutzt werden. Generell ist es einerseits kurzfristig vielleicht vertretbar. Es entlastet den herkömmlichen Speisemarkt und es nützt vielleicht so ein bisschen, die Importe ein bisschen zu drosseln. Allerdings die Produktion auf den Feldern und in den Fabriken verbraucht ja auch Energie. Das muss man gesamt betrachtet. Und gleichzeitig langfristig und mittelfristig fehlt ja auch die
die Fläche für die Lebensmittelproduktion. Und die Menschheit wächst und es entstehen immer mehr Naturkatastrophen. Die normale Steigerung von Erträgen hört ja auch irgendwann langsam auf oder wird weniger, sodass wir dann letztendlich die Gefahr bestehen, dass irgendwo mehr gehungert wird. Und ich denke, das darf nicht sein, dass wir dann also Flächen nehmen, die zu industriellen Zwecken genutzt werden, aber dann Menschen dafür hungern sollten. Und da müssen wir halt aufpassen. Deswegen ist der Biosprit ja zurzeit auch ein bisschen in die Diskussion geraten, ob man nicht damit der Natur eher auch noch einen Durchstoß versetzt, als jetzt sie zu schonen mit Biosprit. Jetzt haben ja die Vereinten Nationen, das haben wir auch schon erwähnt, das Jahr 2008 als Jahr zur Kartoffel ernannt. Und ich möchte Ihnen jetzt mal hier zeigen, von wo aus sie ihren Siegeszug angetreten hat, die Kartoffel weltweit. Hier, der Ursprung der Kartoffeln liegt in den Anden. Und ansonsten findet man sie eigentlich auf jedem Kontinent. Hier Zentraleuropa natürlich ganz wichtig, aber auch an den Küsten von Afrika ist sie zu finden oder hier hinten in Asien, Australien, Süd- und Nordamerika natürlich. Die UN spricht von einer wichtigen Bedeutung für Hunger und gegen Hunger und Armut. Wo kann sie überall wachsen, die Kartoffel? Grundsätzlich überall? Ja, fast überall. Vielleicht nicht in der Wüste und nicht im Eis direkt oder im Meer. Aber da, wo ein bisschen Wasser ist oder ein bisschen mehr, kann sie fast überall wachsen. Und das ist das Schöne an dieser Frucht. Sie ist einfach dankbar und braucht wenig Pflege. Man kann sie fast auf jeden Standort anbauen und man kann sie lagern und man kann sie recht schnell verwenden. Man kann sie überall essen und es ernährt die Welt. Und da kann noch viel mehr gemacht werden. Und das finde ich toll, dass die UN praktisch die Kartoffel als Kartoffel des Jahres 2008 noch mal gekürt hat. Es hilft einfach deswegen, es ist ja eine Werbung dabei. Und wir müssen einfach mehr tun in diesem Bereich und nicht nur einfach die Zeit verschlafen. Um noch ein bisschen mehr Werbung für die Kartoffel zu machen. Die kommt ja nun auch in sehr vielen alten Heilmitteln vor. Ich habe mal ein paar rausgesucht, also zum Beispiel Brustwickel bei Grippe oder Bronchitis, dann Kartoffelsaft bei Magenschmerzen, Kartoffelbrei bei Durchfall. Glauben Sie, dass es da noch sehr viel gibt, was die Medizin entdecken könnte, was wir im Augenblick noch gar nicht wissen, wogegen oder wofür eine Kartoffel auch helfen könnte? Einmal, weil es gesund ist, man fühlt sich wohl, man fühlt sich fitter. Es ist dadurch anzunehmen, dass noch viel zu erforschen und zu entwickeln ist. Grundsätzlich Carotinoide sind ja auch bei Kartoffeln vorhanden, so wie bei Möhren, wo man weiß, da kann man weit nachgucken. Sind aber auch bei den dunkel gefärbten Kartoffeln, also den blauen, rotfleischigen, die Anthocyane noch mehr vorhanden, wo es auch bekannt ist, dass sie praktisch gesundheitsfördernd sind, sogar Krebs heilen, wird ihr nachgesagt. Und Kartoffeln allgemein ist ja eine Frucht, wo wenig Allergien nach entstehen, sondern es heilt in dem Bereich eher mit. Also da muss einfach mehr geforscht werden und ich denke, da haben wir ganz viel Nachholbedarf. Dann gebe ich Ihnen jetzt in meinen Wissenstipps ein paar Informationen. Wenn Sie gerne sich vielleicht das ein oder andere Buch zu diesem Thema durchlesen wollen, habe ich drei stellvertretend ausgesucht, die Ihnen da weiterhelfen. Zum einen das goldene Buch der Kartoffel. Das Buch zum UNO-Jahr praktisch mit Warenkunde, Sorten, Rezepten, all das hier drin. Und Herr Ellenberg hat auch eine Empfehlung für uns mitgebracht, nämlich Tartufli, alte Kartoffelsorten neu entdeckt. Da geht es logischerweise um die alten Sorten, die wir hier auch schon bei Planet Wissen ein bisschen kennengelernt haben. Was zeichnet dieses Buch noch aus? Ja, einmal die Geschichte, dann diese vielen Kartoffelsorten mit Beschreibung, mit Abbildung und auch Anbauempfehlungen und von der Biologie der Kartoffel. Das ist einfach alles drin. Hier können wir nämlich mal reingucken. Da sind zum Beispiel die ganzen blauschaligen Sorten aufgelistet. Herkunft, Abstammung und. Dann habe ich noch einen richtig tollen Bildband gefunden. Kartoffel heißt der. Beziehungsweise Kartoffeln. Schöne Fotos von Kartoffelkünstlern, die gleichzeitig Küchenmeister sind und da ihre, ja, sag ich mal, tollsten Rezepte uns verraten. Ich hatte eigentlich auch hier mir was ganz klasse. Das habe ich wieder verblättert. Blöde. Ich hatte Ihnen nämlich eine mexikanische Kartoffelsuppe rausgesucht mit Chili und dann noch ein Gratin. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Ich zeige Ihnen aber noch mal, wie das aussieht. Da wird also der jeweilige Küchenmeister vorgestellt und dann natürlich das passende Rezept dazu. Sehr lecker, wenn Sie mal rund um die Kartoffel zu Hause kochen möchten und vielleicht mal etwas machen, was Sie sonst im Alltag nicht essen, dann ist dieses Buch genau richtig. Internetseiten stelle ich Ihnen auch vor, zum Beispiel die Seiten des AID, des Agrarischen Infodienstes. wasWirEssen.de ist da die Adresse. Diese Seite zielt natürlich sehr auf Verbraucher, gefördert durch das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Das Wichtigste zur Erzeugung können Sie hier lesen. Zubereitung, Gesundheit und. Es gibt im pfälzischen Fuß Gönnheim
Da hat man praktisch der Kartoffel ein Denkmal gesetzt. Es gibt dort das Deutsche Kartoffelmuseum. Die Pfalz ist ja auch so eine Kartoffelregion. Alles über das Museum finden Sie auf dieser Seite. Sehr viel über die Kartoffel selbst. Geschichtliches, wissenschaftliches, Verbrauchertipps auch, vieles mehr. Und natürlich auf unseren Seiten bei planet-wissen.de haben wir auch eine große Rubrik über die Sortenvielfalt der Kartoffel. Geben Sie einfach das Stichwort hier oben im Suchenfeld ein, Kartoffel, und dann kommen Sie dahin. Wie gesagt, planet-wissen.de, der zur Sendung passende Online-Auftritt, eine praktisch allumfassende Wissensdatenbank, auch wenn Sie vielleicht zu einem anderen Thema etwas recherchieren möchten, gehen Sie auf planetwissen.de. Und es gibt natürlich uns auch im Videotext auf der Seite 396. So, und jetzt noch mal zu meiner Lieblingsart, Kartoffeln zu genießen. Den Chips, die wurden in den USA von einem gewissen Mr. Crumb erfunden. Der soll sich über Gäste geärgert haben, die sich über zu dick geschnittene Bratkartoffeln beschwert haben bei ihm. Und dann hat er gesagt, Mensch, den wische ich einen aus. Ich schneide die Scheiben ganz, ganz dünn und mache sie dann auch noch hart. Das Blöde war, das empfanden die gar nicht als Strafe, sondern das hat ihnen außerordentlich gut geschmeckt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie kamen die Chips dann eigentlich zu uns? Selbst nach Kriegsdeutschland war noch Chips frei. Die US-Soldaten brachten damals zwar ihren Nachschub per Schiff, aber der lange Transport tat den Chips nicht gut. Deutsche Fräuleins, okay, doch ohne Potato-Chips. Ingenieur Heinz Flessner arbeitete bei den Amis. Er dachte sich, denen können wir doch frische Chips verkaufen. Mit seiner Frau Ella begann er zu experimentieren. Das war 1950. Die ersten deutschen Chips. Heute ist Chips-Pionierin Ella Flessner in ihren 80ern und wühlt sich durch Fotos und Erinnerungen. Dann haben wir in der Küche angefangen und verschiedene Fette ausprobiert und dann die Scheiben gemacht und ins Fett geschmissen. Temperaturen mussten wir erst abwarten. Das muss ja ganz heiß sein. Sind sie uns an die Decke. Das kam alles noch dazu. Am Anfang brutzelten die Flessners nur Chips für die Amerikaner. Später dann unter dem Namen Ibu auch für den deutschen Markt. Bis Flessners Firma von Balsen aufgekauft wurde. Zu Anfang allerdings waren die Deutschen kaum für die neuen Knappereien zu begeistern. Das war auch schwierig damals. Die an Manns oder an Kioske sind wir auch manchmal, haben die verteilt. Und kam das auch nicht so gut an. Warum? War nicht so einfach. Was haben die Leute gemeint? Ja, weil gemeint? Sie das nicht kannten. Es war ja salzig. Sie kannten nur süße Sachen. Es hat lange gedauert. Heute wandern jedes Jahr 300.000 Tonnen Kartoffeln in die Chipsfabrik. Zum Beispiel zu Chio ins pfälzische Frankental. Es sind spezielle Züchtungen wie Saturna oder Lady Rosetta. Der Kartoffelchip schafft Hunderten von Bauern aus dem Umland ein gutes Auskommen. Im Lager schützt spezielles Licht die Chipskartoffeln. Und sie brauchen eine bestimmte Temperatur, die aber Betriebsgeheimnis ist. Zu warm und die Kartoffeln keimen. Zu kalt und sie werden zu süß. Und das hieße zu viel des Schadstoffs Acrylamid. Automaten waschen und schälen die Kartoffeln. In Scheiben geschnitten, 1 bis 3 mm dick, wandern sie in die Fritteuse. Die hat heute nur noch 170 Grad. Kartoffelchips sind fett. Ein steigender Anteil der Produktion läuft deshalb durch einen riesigen Entfetter, der rund 30% des Öls wegnimmt. Und in dieser Trommel werden sie gewürzt. Chio hat 15 Geschmackssorten. Aber wir Deutschen lieben Paprikageschmack. Als einziger auf der Welt und keiner weiß warum. In einer Stunde sind jetzt fast 3 Tonnen Kartoffelchips vom Band gelaufen.
Das reicht, um eine Millionenstadt genau einen Tag mit Chips zu versorgen. Ja, also ich mag ja Kartoffelchips eh nicht so gerne. Insofern ist das jetzt nicht so dramatisch mit diesem Acrylamid für mich. Aber man muss sich möglicherweise um meinen armen Kollegen Sorgen machen. Wir haben diesen Begriff gerade schon im Film gehört. Der ist auch ein bisschen so durch die Medien gegeistert und hat für viel Aufregung gesorgt. Was würden Sie sagen, was ist dran an dieser Angst? Ja, schon berechtigt. Also wenn die Chips praktisch in über 100 Grad Celsius frittiert oder gedünstet werden oder auch andere Früchte in dem Bereich, entsteht halt oder kann Acrylamid entstehen. Und es ist verdächtig, krebserregend zu sein. Und ich kann es nicht behaupten, aber es soll, man muss halt nicht vielleicht zu viel von dem essen. Gleichzeitig ist ja auch viel Fett dran und viel Salz, was nicht unbedingt gesundheitsfördernd ist. Wenn man es mal ein bisschen probiert und praktisch in kleinen Maßen genießt, denke, das kann man vertragen. Aber jeder reagiert natürlich auch wieder anders darauf. Aber wir wären auf der sicheren Seite, wenn wir jetzt Pellkartoffeln hätten. Ja, gut, dann lasse ich halt die Chips in Zukunft zum Frühstück weg. Mittag und Abendbrot nehme ich noch, aber Frühstück lasse ich dann weg. Das hilft weiter. Ja, Pellkartoffeln gibt es übrigens, wenn Sie sich gefragt haben, wo kommt denn eigentlich dieser schöne Ausdruck her, jemanden fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, dann kann ich Sie darüber informieren, wo das herkommt. Man hat Kartoffeln früher als Handwärmer benutzt und manchmal waren die dann so heiß, dass man sie vor Schmerzen hat runterfallen lassen. Und daher hat sich das dann verselbstständigt, dieses jemanden wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Mhm. Es gibt übrigens noch was Interessantes. Dankeschön. Und zwar in den Anden. Da hat man früher, aber auch heute noch gefriergetrocknete, also das Gegenteil der heißen Kartoffel, Kartoffeln gegessen. Chuno heißen die dort. Wir haben, glaube ich, auch irgendwo ein Bild. Kann das sein? Das kommt jetzt. Das kommt jetzt? Nicht von mir. Wollen wir uns mal angucken? Haben die Kollegen draußen. Aha, die sehen ja so ein bisschen farblos, ein bisschen kraftlos jetzt aus. Kennen Sie die? Haben Sie die schon mal probiert? Probiert noch nicht. Ich habe sie mal gesehen oder davon gehört und sehen interessant aus. Aber bei uns haben sie sich nicht irgendwie beliebt gemacht. Einmal brauchten wir es ja nicht wegen der Lagerung oder Haltbarkeit. Wir haben bei uns immer Frischkartoffeln, die werden im Lager oder im Kühlhaus praktisch, kann man sie fast das ganze Jahr lang lagern. Das heißt, man hat immer frische Kartoffeln, wo alles Gute noch drin ist. Deswegen ist es bei uns nicht notwendig gewesen bisher. Ich habe mich mal informiert, wie man die macht. Also man lässt sie nachts gefrieren. Oh Gott, sind die heiß. Ja, deswegen macht man das auch ja, so. Ja, ich weiß, Birgit. Okay, man lässt also nachts frieren, dann trocknet man sie unter der Sonne, presst mit Füßen das Wasser raus und so werden sie dann praktisch lange haltbar gemacht. Ne? Wir können die aber jetzt eigentlich auch mit Schale essen. Die habe ich mir gerade auch überlegt, haben wir ja vorhin geklärt. Ja, eben, ja das ist ja sogar gesund. Dann müssen wir uns hier nicht den Wolf pellen, das oder? Ist richtig. Ganz genau. Wie man möchte. Wie lange sind überhaupt Kartoffeln haltbar und vor allem, wie soll man sie lagern? Ja, am besten ist es im kühlen, trockenen, dunklen Raum bei 3 Grad plus. Also nicht frieren, dann also werden sie süß. Vielleicht, weil ja, im Keller zum Beispiel. Sonst 3 Grad, ne? Oder im Kühlschrank, im Gemüsefach. Alles andere raus und nur Kartoffeln rein, empfehle ich unseren Kunden immer. Alles andere raus? Ja, ist Kartoffeln das Wichtigste. Ne? Natürlich. Ja, gut, also okay. Muss man da bei Äpfeln gibt es ja diesen Tipp, sich irgendwie einen Eimer Wasser daneben zu stellen, damit sie länger frisch bleiben. Gibt es da bei Kartoffeln auch so einen Kniff? Ja, es ist so schon ganz gut, wenn es ein etwas nicht zu trockener Raum ist, weil sie ja dann an Feuchtigkeit verlieren. Dankeschön. Ja. Und da ist ein Kühlschrank, der auch ein bisschen feucht ist, natürlich ideal. Auch ein Kühlraum, ein Profiraum, da gibt es eine Luftbefeuchtung noch, Anlage noch dazu. Aber ein erdfeuchter Raum ist manchmal auch ganz gut. Und die Kartoffeln halten dann manchmal bis zu einem Jahr. Mhm. Und das ist einfach das Wunderbare. Das normal hat man ja Frühkartoffeln, die man dann früher essen kann, die kürzere Vegetationszeit hat. Dann Spätkartoffeln auch, die dann länger wachsen bis zum Oktober, die dann auch natürlich einfach länger gelagert werden können. Die bekommen auch ihr Aroma meistens erst durch das Lagern. Sie reifen eigentlich noch im Lager weiter. Und Frühkartoffeln müssen schon recht früh schmecken, weil man sie ja gleich verzehren möchte. Und da haben wir einfach alles da. Und das ist wunderbar. Das hier ist übrigens ein Getränk aus dem Kochwasser der Kartoffeln. Also nicht wegschütten, sondern mit ein bisschen frisch gepressten Orangensaft vielleicht aufwärmen. Das hat viel Vitamin C, ist sehr gesund. Ja, so ist es. Jetzt musst du ruhig sagen, jetzt kommt nämlich noch mal ein Gedicht von Goethe. Dann probierst du es gleich. Und zwar Kartoffel in der Früh, zum Mittag in der Brüh, zum Abend mitsamt im Kleid Kartoffeln in Ewigkeit. Das würden Sie bestimmt unterschreiben. Klar, ohne Probleme. Jetzt probier mal, wie es schmeckt. Es ist okay. Schmeckt cool. Das ist also... Hat was. Es ist köstlich. Ja, wie der Brottrunk, den du ja auch so gerne magst. Es ist kein Schnaps, kein Likör, es ist ja fruchtig einfach. Wodka wäre mir jetzt lieber. Also ganz herzlichen Dank für die vielen interessanten Informationen rund um die Kartoffel. Ich werde die in Zukunft etwas stärker wieder im Speiseplan berücksichtigen. Das ist gut. Danke, dass Sie hier waren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Planet Wissen. Tschüss. Tschüss.